Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Simo-Woche. Und wie ihr schon seht, sind wir im Berg- und Tunnelbausimulator gelandet. Und ja, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ja, ich habe es bloß mal gestartet, ein bisschen die Option eingestellt. Und ich lehne mich jetzt hier erstmal ein bisschen zurück. Und wir klicken einfach mal auf Spielstart. So, wir haben die Pariser Metro als Einführung. Alles klar. Und insgesamt gibt es 5 Auswahlmöglichkeiten. Hier gibt es noch einen Alpentunnel. Hier gibt es noch eine extrem fast 100 Kilometer unter der Beringstraße durch, okay. Turin, Lyon. Da gibt es einen 80 Kilometer Tunnel, okay. Aber wir fangen mal an mit der Pariser Metro natürlich. Okay, das ist bei mir extrem laut, Moment. So. Willkommen bei der Berg- und Tunnelbau-Einführung. Das Spiel ist in 3 Phasen unterteilt. Erstens Sprengung, Ladung, Platzierung, platzieren und detonieren lassen. Ausschachtung, Felsenreste der Sprengung entfernen. Und drittens Tunnelbau, Tunnel bohren und auf Material... Warte. Fahrzeuge mit den Tasten 1, 2, 3, 4 oder 5 wählen oder mit den oberen Listen anklicken. Wähle das See- und Feldtasten nutzen, um das Fahrzeug zu steuern. R-Taste drücken, um die Fahrzeugposition zurückzusetzen. Aha, okay. Und wo muss ich jetzt hin? Also wir sehen mal wieder die Grafik ist mal wieder unter aller Sau. Wir müssen den Versorgungsvan 1 nutzen, um die Sprengladung zu positionieren. Auf dem Radar... Was? Auf dem Radar achten und auf den Radar achten. Auf den Radar. Okay. Da wurde mir gerade irgendwas angezeigt. F. Okay. F. Okay. Also die Animation ist ja mal mega schlecht. Das nächste ist da oben irgendwo. Und die Steuerung ist auch unter aller Sau. Muss man ganz ehrlich sagen. Oh, hier ist die nächste. Und dann hier. Bin mal gespannt, was da passiert. Das nächste ist hier oben. Hier. Und bei dem Stern zünde ich es dann, oder wie? Okay, sobald eine richtige Stelle zum Positionieren gefunden wurde, erscheint ein Aktionssymbol grün und blinkend oben mittig auf dem Monitor und mit einem F. Zum Starten der Funktion die F-Taste drücken und auf das Symbol klicken. Halten Sie die Taste der oder Maustaste gedrückt, bis der Fortschritt im unteren Rand 100% erreicht hat. Danach ist die Aufgabe erledigt und die Sprengladung platziert. Wenn Sie nicht gerade eine weitere Ladung platzieren, wird hier der Fortschritt der gesamten Sprengphase gezeigt. Aha. So, nächste Ladung. Wie viele müssen wir denn noch? Alle Sprengladungen wurden platziert. Alle Fahrzeuge aus dem Entfernen und mit dem Van zur Zentrale fahren im Radar markiert. Bei der Zentrale angekommen, kann die Sprengung ausgelöst werden. F-Taste oder Symbol.
Aha. Alle Schwede. What the fuck? So, gucken wir mal hin. Ah ja, okay. Mit der Schaufelladertaste 4 den Fels und Steinreste der Sprengung auf den Kippertaste 3 laden und auf die Halde im Radar markiert transportieren. Aha. Okay. Eieieiei, der hat keine. Die hat keine. Der hat keine Rückstellung. Wie scheiße ist denn das, Alter? Zum Steuern des Schaufelbaggers die Symbole auf dem Bildschirm oder die Tasten T, G, Z und H benutzen. Okay. Alles klar. Also wir sehen ein richtiges Anfängerspiel. Alter Schwede. Das sind aber coole Steinreste. Die zeige ich mir mal, wo es die gibt, Mann. Zum Heben und Senken des Kippers die Symbole auf der T und G. Aha. Brauche ich Taste 3? Ja, wo sind wir denn? Hä, wo muss ich denn hin? Da ist die Zentrale, also muss ich da lang. Alter, das Ding hat keine Rückstellung. Also es ist so ähnlich aufgebaut wie letzte Woche der Wolkenkratzer-Simulator. Aber doch schon ein bisschen schlechter, ne? Weil zumindest im Wolkenkratzer-Simulator musste man nicht selber irgendwie arbeiten. Da hat man es arbeiten lassen können. Wo bleibe ich mal stehen? 3, ne, 4. Erstmal da gegen die Wand fahren. Nur ein bisschen hoch. Okay, dann wieder ein bisschen runter und kippen. Boah, ist das schnell. Leck mich am Arsch. Na, mal gucken, was drei Steine, was zwei Steinchen bringen. Ich muss jetzt irgendwo da rechts. Ich muss jetzt wahrscheinlich zu dem Stern. Dann fahren wir mal zu dem Stern. Hier wieder links. Ja, war glaube nicht so richtig. What the fuck einfach. Oh, ich glaube, mein LKW ist ein bisschen kaputt.
Das Rücksensor kostet 8 zusätzliche Stunden. Ja, mach halt. Ist okay. Ja. Aha. Jetzt muss ich da zur Reparatur fahren, ey, das ist doch scheiße. Mein kompletter LKW ist kaputt. Ja, mein. Wo ist denn der Kran, wo wir gerade gesehen haben? Ach, da. Ja, komm, du schaffst es. Nur noch 40 Meter. Auf geht's. Ja, die Räder sehen nicht so ganz gesund aus, vor allem hier das vordere nicht. Mal gucken, ob der uns das gleich repariert oder ob wir da auch wieder Stunden warten müssen. Das Lenkrad ist natürlich nicht animiert, wäre natürlich auch schön. Ach so, das ist hier das Auto, oder was? Ah, Mann, hätte ich ja gleich F. Hätte ja gleich mit dem Auto fahren können, Mensch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal da nach hinten kommen irgendwie. Ich habe gesehen, dass wir da runterfahren müssen. Ja, genau, hier irgendwo. Ja, hier bei der Schranke. Macht die automatisch auf, oder? Hä? Muss ich's doch von da oben rüber kippen dann, oder wie? Hör auf, gib mal Gas. Unser LKW ist schon wieder kaputt, willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das für ein Rotz-Game? Vor allem, warum ist das ein historisches Auto? Alter, das Spiel ist ja so schlecht. Gut, repariert. Können wir uns wieder da reinhocken? Da reinhocken. Wissen wir das doch von da oben? Ja. Hä, was ist jetzt für eine behinderte Kamera? Hä? Hallo? Das ist... Wie habe ich das gemacht? Dürfte ich mal bitte erfahren, wie ich das gemacht habe? Weiß das Spiel wahrscheinlich selber nicht. Unser LKW ist schon wieder kaputt. Ey, was ist das?
Holy shit, Mann, so schnell geht doch ein LKW nicht kaputt. Übertreibt halt mal. Oh, also müssen wir doch da hinten reinlernen. Oh. Auf. Ja. Ach du Scheiße. Sich verarschen, ne? Das nicht mal. Da ist nicht mal die Luke animiert. Was ist das für eine Perspektive, Alter? Aha. Damit kann ich zoomen. Ja, und wie habe ich das jetzt gemacht? Alle sind normal, nur der nicht. Klasse. Geil. What the fuck einfach nur, Mann. Das Spiel ist ja noch schlechter als Wolftie. Fällt mir da nur ein. Alter Schwede, ist das Spiel schlecht. Oh mein Gott. Da hat mir dieser US-Truck-Dings da noch besser gefallen. Als der Schrott. Holy shit, ist das schlecht. Na komm, wir fahren noch ein bisschen Kran. Mal gucken, was der so von uns will. Alter Schwede, ist das schlecht. F. F. Aha. F. Oh Gottes Willen. Okay, liebe Leute, ich muss mich leider jetzt schon verabschieden. Denn ich kann das Spiel einfach nicht mehr weiterspielen. Ja? Das ist so schlecht, allein die Perspektive hier ist geil. Ja, ist mega geil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Ciao.